dir, aber ich halte sie super mächtig. Weil vor allem, das ist kein Szenario, glaube ich, wo wir uns wirklich viel bewegen müssen. Und wenn, reichen zwei Felder aus, damit du irgendwo hingehst auf ein Feld, wo du sicher bist. Aber das ist nur meine Meinung, lass dich nicht mobben. Naja, ich hätte eigentlich schon vorgehabt, das mehr oder weniger so zu machen, wie der Crackheart das vorgeschlagen hat, nämlich einfach schnell vorrennen, eine Runde unsichtbar sein, hoffen, dass ihr nachkommt und mich am Leben haltet. Frostarmor. Was? Ja, es sind viele Frostarmor. Lostkarten. Und die Frostarmor zaubern vielleicht. Es sind wirklich viele Lostkarten. Andererseits, wenn es ein kurzes Szenario ist, ist das vielleicht nicht so blöd. Vergesst nicht, Leute, ihr werdet jetzt auch Gams brauchen. Was Was brauchen werden wir? wir brauchen? Gams. Brünge. Gams. Das stimmt, ja. Jump wird gut sein in dem Szenario. Ich könnte echt mit dir vorstimmen in der ersten Runde. Ich könnte in der ersten Runde gleich hierher rennen, zum Beispiel. Was? Entschuldigung, zeig nochmal her. Ich könnte in der ersten Runde gleich hierher rennen. Aha. Es geht mir nicht um die Münze, es geht mir einfach nur darum, dass ich habe nur eine Karte, die so weit geht und. Wann werden die Obstacles gezogen? Am Ende jeder Runde. Okay, na gut, das heißt ja, ich kann definitiv daherlaufen. Ja, ja, wenn ich dann da wäre, dann müsste ich nicht einmal da starten, wo ich bin. Das heißt, ich könnte in Wirklichkeit auch da hinten starten. Oder ich starte hier und ich gehe daher. Geht sich das aus? Aber da stehst du neben einem Deep Terror. Ja, mit einem Dings, mit einem. Ja, okay, nein, stimmt, du hast recht, das ist doof. Den kann ich dann auch nicht angreifen, wirklich. Ich habe meine Karte. Ich komme leider nicht dorthin, ich kann nicht dorthin gehen, ja. Ich meine, du könntest dich dorthin stellen und wir machen das Ding schnell weg. Auch eine Möglichkeit. Welches Ding? Also die Tür meinst du? Terror. Den Terror? Wenn ich mich da herstelle, das Problem, wobei, warte mal, wenn ich den mache, eins... Du, der hat 9 Leben. Der hat 9 Leben? Hm. Aber wir haben Disadvantage gegen warte ihn, mal, oder? Hab ich das richtig gesehen? Nur 9 Leben? Ja, die haben nur 9 Leben, ja. Das sind die sind aber mit Disadvantage, oder? Nein, aber du würdest daneben stehen, deswegen die hättest du dann Disadvantage. Karten haben die Deep Terrors. Was? Ich glaube, die haben irgendwelche. Die haben sicher Reach-Karten. Ja, die haben sicher irgendeinen Blödsinn. Ja, deswegen wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir den gleich mal wegmachen. Mhm. Weil der andere. Wenn wir ich sag mal. Wenn wir sagen, okay, wir bleiben wirklich auf der Seite. Dann. Ich meine, ich könnte beide. Wenn ich mich da herstelle auf die zweite Coin, geht sich das aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, würde sich ausgehen. Dann könnte ich mit einem Fernangriff beide angreifen. Ich würde zwar quasi zwei Karten gleich im ersten Zug verlieren. Wir haben eh so, wir müssen sowieso einen Kristall auch wegkriegen, also so viel Zeit haben wir eh nicht. Ja? Und wen kannst du angreifen? Den da hinten, den Zweier? Nein, ich überlege gerade, warte mal. Schon, aber wahrscheinlich werde ich ihn nicht töten. Wahrscheinlich. Aber die Runde drauf könnte ich ihn töten. Das wäre nicht so das Thema eigentlich. Die stehen irgendwie nicht gut für meine Zauber. Die müssten eher beieinander stehen. Ja gut, aber die zwei stehen eh super, oder? So. Wenn du da stehst, sind drei Felder. Mhm. Drei Range. Könnte ich mit dem Angriff, der zwar weniger Schaden macht, aber der dafür
der dafür nicht verloren geht. Mit dem könnte ich die zwei angreifen. Eine strategische Überlegung. Im Notfall sollten der Brute und der Crackheart Felder betreten, die hypothetisch bedroht sind. Zumindest solange sie noch mehr als 12 Leben haben. Wenn wir das Risiko eingehen müssen, dass jemand auf ein Feld geht, wo ein Hindernis entsteht, dann dürfen das nur der Crackheart und der Brute sein im Zweifelsfall. Ich sage das deswegen, weil es mir gerade aufgefallen ist, ich würde in diesem Zug gerne sehr spät drankommen und auf das Feld ziehen, wo dieser Nightdemon entsteht. Fällt aber natürlich niemand anderem zur Verfügung, Ich insbesondere kann nicht der schon, ich gehe Crackheart. daher. Schau, ich gehe daher. Ja? Das heißt, er wird sich wahrscheinlich, der Nightdemon wird sich auf mich zubewegen. Ziemlich Wenn der wahrscheinlich. Und Brut der dran ist, dann ja. Wer? Aber Wer? ich ziehe Und. spät, damit ich das Feld von Na, dem ich werde Brut früh dran freihalte. sein. Ich möchte eigentlich gleich auf das Feld ziehen. Werde ich auch gleich machen und werde nachher eine frühe Angriffskarte spielen. Also ich werde in der Runde überhaupt keinen Angriff machen. Dann werde ich extrem spät dran sein und schauen, dass ich daher komme. Ich überlege gerade Wenn du 1, dich 2, unsichtbar machst, kannst 3, du auch früh dran 4, sein. 5, 6, 7, 8. Nein, wenn ich sehr spät dran bin, kann ich mir das mit dem Unsichtbar nämlich auf die nächste Runde aufheben. Wenn du dann früh dran bist, du hast Wenn ich recht. dann früh dran bin. Andi, wie schaut es bei dir so aus? Naja, ich habe die Hoffnung, wenn ich spät drankomme, dass sie sich zu mir herbewegen und ich einen Fernkampfangriff machen kann. Die werden sich nicht zu dir herbewegen, weil der Michi wird sehr früh hierher gehen und Das dann heißt, wird er sie werden sich fokussiert rund werden. um den Michi postieren. Ich überlege Naja. Na nur. gut, aber dann werden Felder frei Was zumindest. fällt hier sollte. Ich meine, wir wissen nicht, was die an Karten ziehen, aber wenn sie sich bewegen und angreifen, dann werden diese Felder frei, weil sie Nahkämpfer sind. Nicht, dass ich so weit gehen konnte. Ich glaube, das mache ich so, ja. Aber ich hätte natürlich, wenn ich jetzt da stehe, ja, dann würde ich von allen, wenn die Zeit, ja, dann kommen alle zu mir, gell? Ja, natürlich. Ja. Ja. Du kriegst 3 Fünfer-Angriffe. Ich kann Wahrscheinlich, auch ja. früh drankommen und zumindest hier einen Teil von diesen Es beiden auf mich ziehen. wäre nicht so schlecht, dass du den Night Demon abziehen würdest von mir. Ja, Ja, das das war wo mir soll nur der andere gerade. hinziehen? Wo soll der andere hinziehen, wenn er vor den Monstern drankommt? Ja. Da Ja, wird er er soll ja schon. auch vor den Monstern drankommen, ne? Das Was ist Problem deine ist, wenn er weiteste vor den, Karte? wenn er vor den Monstern drankommt, dann stehen die Monster noch dort, wo sie sind. Und er kann nicht dorthin, wo sie stehen. Das meint der Was ist das Hardmark. weiteste, warte, nein, nein, warte, warte, was ist das weiteste, was du gehen kannst, Sonne? Drei. Hast du nicht eine Karte mit 6 oder so? Nein, ich kann losten, das kann ich. Zwei Vierer-Bewegungen, die ich aber verliere dann. Am coolsten wäre es, wenn du etwas hättest, wo Kann du das den sein? wegschieben kannst und seinen Platz übernehmen kannst. Aber ich glaube, das ist eher Crackheart-Domäne. Es gibt schon Ja, Sachen, wo vor ich mich schieben bräuchte kann, aber. ich eine Naturmagie dafür und dann hätte ich schon einen Angriff, der Push 1 hat. Ja, Könnte sogar wegschieben. kannst du vielleicht einen Der wegschieben? René hat hypothetisch. Da müsste ich mal andere Karten nehmen und dann wird es gehen, ja. Was habe ich Aber. hypothetisch, Hartmann? Na, hast du deine 5er-Level-Karte jetzt reingenommen oder nicht? Ach so, warte mal. Wieso habe ich die jetzt nicht drinnen? 2, 4, 6. Habe ich die nicht reingenommen? Nein, warte mal. Ich glaube, ich Ja. werde sie aber schon noch reinnehmen. Ja, es ist halt schwierig, wenn man einen auch rausnehmen muss dafür. Ich kann das machen, ja. Ich meine, das Problem ist. Möglicherweise nehme ich das Cold Fire raus. Naja, aber das ist eine Karte, die ich nicht verliere, wenn ich die spiele. Und die will ich nicht, weil die hat Bewegung. Bei den Flamestrike könnte ich rausnehmen. Den mag ich zwar, weil der unten einen Angriff hat, aber. Ja, ich nehme den Flamestrike stattdessen raus.
überlegen wir vielleicht auch noch eine andere Aber Karte. das Problem ist, ich spiele die Karte jetzt nicht, weil wenn ich dort vor will, Ja, das hat zu wenig dann, Bewegung jetzt, ja. dann, dann, ja. Außerdem, ich mache mir mit der Bewegung, das ist deswegen ganz praktisch, weil ich mache mir mit der Bewegung gleich den Wind, den ich nächste Runde dann einsetze. Ja. Also so gesehen. Und nächste Runde kann durchaus sein, dass ich einfach gar keinen Angriff mache, sondern dann auch die Frost Armor mache. Ja. Frost Armor, Crackling Air und Also, unsichtbar. kurz gesagt, Erdenergie wird es keine geben für dich, Michi. Zumindest für uns nicht. Der ersten Runde nicht. Nein, in der ersten Runde nicht. Ich meine, ich habe immer meine Potion, aber da ich urspät dran bin, kriegst du die von mir auch nicht. Ich habe meine Mana Potion, wo ich einmal Ich Erdenergie. könnte theoretisch sogar zwei wegschieben, wenn ich die Add-Target-Karte mit so einer Blödsinn. Oh ja, warte mal. Ich glaube, Theoretisch. Das geht sich bei nicht dir ist aus. am wichtigsten, dass du gut wählst, welche Karten du in dieses Szenario mitnimmst. Der Andi und ich, wir kennen den Crackhead, wir wissen ungefähr, was du kannst. Ich meine, wir kennen dich alle, wir haben schon sonst. Aber es gibt ein paar Karten, die man als Crackhead sonst nicht mitnimmt, die in dem Szenario, glaube ich, ziemlich gut sind. Ja, ich habe zwei, ich habe Naja, die zwei Sachen Obstacles verschieben. zerstören. Obstacles zerstören oder verschieben Zerstören, wäre sicherlich Obstacles nicht zerstören. schlecht. Ja, ich habe Für Push, dich. habe ich auch genommen. Oder Leute in Obstacles schieben und sie dadurch zerstören, damit die Ja, die locken. habe ich mitgenommen, ja. Hab ich mitgenommen. Ich bin jetzt eigentlich nur bei der letzten Karte am Überlegen, ob ich eher eine Angriffskarte nehmen soll mit Retaliate oder ob ich die Move Heal Attack. Ja, ich lasse den Move. Ja, ich lasse so. Was ich noch machen könnte. Boah, diese Disadvantage ist sehr unangenehm und die haben so viele Lebenspunkte. Ja. Wenigstens kriegen wir keine Flüche. Andi, hast du dir zwei Battle Goals genommen? Nein. Die zwei soll ich mir nehmen. Nein, die haben andere abgelegt. Nimm dir von den 18 zwei. Also, ich sage eins: Mein Charakter ist nicht sehr gut geeignet für dieses Szenario. Wir haben Was Level. meinst Wir spielen jetzt Level 5, oder? du? Level Nein, 4. Level 4 ist. Also, Okay. von Regeln her wäre Level 3, aber wir spielen Okay. ja nur um eine Level höher. Weil? Weil wir eine Herausforderung haben wollen. Wollen wir das? Weil der Hartmann das so gesagt hat. Das machen wir schon seit 5 Szenarien oder 6 Szenarien so. Genau, weil der Hartmann das so gesagt Ja, hat. aber am Nur Anfang haben wir jetzt es, sind glaube ich, wir. falsch gemacht, weil wir uns verrechnet haben, oder? Na, nein. Wir sind nur jetzt im Schnitt Level schon so weit von der Level hoch, 4,5. dass wir schon tatsächlich Gott. Level 3 statt Level 2 hätten. Und jetzt haben wir Level 4 statt Level 3. Und das ist schon eine Herausforderung. Ja, Level 4 ist vor allem echt ungemütlich mit dem Schaden da. Ja, also. Dass der Fallenschaden mich genau killen würde, ärgert mich sehr. Also der doppelte Fallenschaden. Das ist natürlich blöd, weil da kann ich mir jetzt kein Risiko erlauben. Wie ist das? Kann Ich könnte. man, wie kann man, kann man, man kann eine Karte abwerfen, um Schaden zu ver. Das stimmt, ja, das könnten wir machen, wenn wir. Also im schlimmsten Fall. War fürchterlich. Hier noch Das ist ganz ein kurz. mieses Achso, der liegt Szenario. schon aus, gell? Was? Aus. Naja, du, Ja, das ist sowas wir warten wie. schon. Das ist So, sowas wie der aber Shield lass dich von. nicht Dings, Dran sein, gell? Lass dich nicht von uns irritieren. Das Ich ist sowas meine. wie der Showdown, oder? Ja, es ist das letzte Szenario. Genau. Warte mal.
Also wenn du mir Naturenergie geben würdest, Hartner, könntest du das vielleicht freiräumen. Aber dann stehst du halt neben einem Deep Terror, gell? Ja, das wird sich eh nicht vermeiden lassen. Hast du eine Außer. Nahkampfattacke mit Rums? Mit was? Mit die Schaden macht, eine Nahkampfattacke. Nee, ich greife diese Runde nicht an. Okay. Deep Terror, Also das ist ja der Wahnsinn. Du willst ja daher, ja, oder? ich will daher, Naja, wartet einfach, bis du da bist und erwartet, dass der dann zu dir rüberkommt. ja. Blöd Ich wird's bin dort erst genau. dann, wenn er einen Fernkampfangriff kriegt, weil dann kommt er nicht Ja, rüber. genau. Oder sich nicht bewegt. Ist die Chance ist nicht so niedrig. Dann kann ich meine Bewegung kühlen. Oder ich riskiere eine Karte zu verlieren. Das könnte ich vielleicht machen, ja. Siehst, danke, dass du es erwähnt hast, René. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass wir natürlich den Schaden, wenn ein Stalaktit auf uns fällt, mit einer Karte abdämpfen können. Jetzt muss ich rankommen. Passt. Na, ich hoffe einfach, dass sie nicht zu spät drankommen. Weil ansonsten wird mein Plan auch ein wenig bläh. Hartmann, kommst du spät dran oder mittelspät? Nein, sehr spät. Sehr spät. Und ihr geht's gleich mitten rein ins Duell. Ja, Nicht so klar. mal Fule sich Wäsch. vorbereiten eine Runde und so. Ja, was willst Okay. du machen? Ein Stoßgebet? Na, Nein, irgendwelche Karten Daniel hat auslegen. schon recht. Also ich bereite vor. Also du gehst nicht Ich will gleich zwar auch, rein. aber ich bereite vor in erster Linie. Hunde Meine wollt ja Mitspieler ewig sind. leben. Ich werde dieses Szenario crashen heute. Das schaue ich mir an. Was ist Übrigens, mit? das Tröstliche ist, ob man mit Fernkampfangriff neben einem Night Demon steht oder nicht, ist eh wurscht. Ja. Also man kann sich mit seinem Fernkampfangriff auch neben ihn Und hinstellen, man hat sowieso keine Kante. doppelte Disadvantage gibt's auch nicht. Nein. Oh Quasi ja. Nicht? Disadvantage. Nein. Dass du vier Karten ziehst statt nur zwei. Ich dachte Also Hartmann, du schon. bist jetzt, du hast jetzt gesagt, du bist spät dran, gell? Also könnte Mittel auch dran sein eigentlich. Ja. Ja. Nur dann kann es uns passieren, ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn der früher dran ist, dass er sich zuerst in unsere Richtung bewegt, unser Night Terror da, der untere. Ja, da bewegt sich genau daher. Ja. Übrigens, wir wollen hoffen, dass die 2 sehr bald gezogen wird. Das ist nämlich das einzige Hindernis, was neben dieser Tür liegt, damit wir viel Zeit haben, es Ja, von das vorne müsste ich anzuziehen. wegräumen dann, ja. Das ist die Wegräumkarte, hebe ich mal auf. Ja, aber wenn wir Pech haben, kommt das 2 erst zu spät. Dann können wir nur 2 Ja. Nahkampfangriffe auf die Tür machen pro Runde. Na, und einen Fernkampf von da. Ja, natürlich gehen Fernkampfangriffe, aber es Von gehen da nur können wir 2. auch Fernkampfangriffe machen. Ja, richtig. Ja, Aber. es wäre sowieso, schau, es wäre sowieso da, dass die. Aber ich glaube, wir müssen die Night Demons trotzdem wegmachen. Ja, Und die strategisch Gegner. betrachtet, glaube ich, müssen wir mal die Tür am Anfang vergessen und mal die Ja. Monster. Wir müssen, sonst kriegen wir zu viel Schaden. Was Wir machen sagst es du an? Den so. Monsterkiller, ja oder nein? Naja, ich habe mich jetzt darauf eingestellt, dass ich reingehe ins Spiel. Eine rhetorische Frage, weil ich ein bisschen Wort spielen wollte. Gut, ich nehme jetzt einfach die Karte. Oje. Ist das sicher? Wir sind verloren. Ja. Das war's. Leute, das war eine Fehlentscheidung. Nein, du mich jetzt verschießen. Ja, voll. So früh im Spiel schon. Voll. Ist auch ein Talent, ist nicht so leicht. Ach, weißt du was? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Voll. Lass sie uns fertig machen. Weil es ist halt urrisky, wenn ich jetzt einen Nahkampf hatte. Zwei Sachen oben, die du beide einsetzen kannst. Und Nein, ich kann. oh, Ich der hab dir ja schon gesagt, René hat das Spiel wieder abgeschossen. Was? Ich Nein. Ich bin noch da. möchte daher. Na, gleich nicht mehr. Gleich nicht Okay. mehr. Du glaubst nur, dass du doch Ich da glaube bist, nur, dass aber ich da bist in bin. Wirklichkeit nicht mehr da. Du hast vollkommen recht, ich bin nicht mehr da.
Aber der Michi braucht sich der Michi jetzt nicht hetzen, wenigstens. Genau. Befehls wird wegfallen. Was sie ausführen, ist einen Fernkampfangriff auf alles, was in Reichweite 3 steht. Und das heißt, dass Nummer 2 und 9 den Michi angreifen und Nummer 4 wird eine andere angreifen. Fangen wir von Nummer 2 auf Michi an. Die haben einen Angriff 5. Ja, ich ziehe. Er bekommt Schaden. Das bist du hast die mal 2 Karte gezogen, also kriegst du einen 5er Angriff. Warum kriege ich einen 5er Angriff? Na, weil du Weil jetzt er den Helm plus. hast. Er hat einen Er hat 5. 5 Attack, er hat 5 Attack, einen Schaden weniger, bekomme ich 4 Schaden. Genau. Warte, warte, er hat jetzt einen Eisenhelm. Ja? Ja, plus Das 0. heißt, genau, plus 0, ja. Das ist das dritte Mal, dass du diesen Helm einsetzen kannst. So. Cool. So, dann kommt der Angriff auf den Andi durch Warte die mal, Tür auf ich die habe Tür. jetzt, warte mal, ich habe jetzt wie viel Schaden bekommen? 4. Hier. Die Tür auf 4 greift den Andi an, auch Angriff 5. Ziehe. Ist eine plus 1, ist ein 6er, also es ist 6 Schaden grundsätzlich. Minus ein Schild. Das heißt 5 Schaden, die ich aber schlucken werde. Und keine Karte abwerfen. Und dann ist Nummer 6, Nummer 9 dran, der den Michel nochmal angreift. Ich ziehe Angriff 5. Plus eins. Ja, Na schon. minus 1. Ist 4 minus 1 durch deine Rüstung, ist 3, die durchgehen. Eigentlich bin Und ich dreimal angegriffen worden, die Karte ist getappt somit. ja. Aber drei Schaden gehen durch. Das waren die Terrors. Jetzt sind die Späten dran. Es fängt an mit 83 der René. Na okay, na dann hüpfen wir mal ein bisschen vor. Ich nehme Ride the Wind, erzeuge Windenergie und spring hierher quasi. Habe ich gemacht. Du kannst dich 7 Felder bewegen. Nein, ich kann mir sogar 8 8 Felder Felder. bewegen, aber die Karte ist dann hin. Und dann Cool. mache Jedenfalls die ich Terror. den Forked Beam. Das heißt, du planst dich nächste Runde zu bewegen wieder. Ich? Nein, Ja? ich mache mich unsichtbar. Weil du stehst neben einem Dieb. Auch gut. Was? Du hast, weil du nämlich Range 3 hast, du hast überlegt, dass du nicht auf dieses Feld oder auf dieses hier gehen willst. Was? Mit Ach Range so. 3 erreichst du nämlich eh Ah ja, stimmt. Ich kann auf alle das Feld jetzt auch gehen, Dieb-Objekte weil der Typ raus. ist ja weg. Das ist Oder auf die perfekt Gunshot-Festplatte fast. auch. Na, den erreicht er nicht. Nein, den Nein, erreiche den ich nicht. nicht. Ich kann nur die Aber den beiden da oben. drüben oder den erreichen. Ah, das ist Du bitter, wenn ich den hast eh nur. TO2 jetzt angegriffen hätte. Zwei Oh. Targets, ne? Das ist gar nicht einmal so blöd. Wobei ich dazu sagen muss, ich könnte auch einmal mit dem Zweierangriff das Dings angreifen. Obwohl, kriege ich da auch ein Disadvantage, wenn ich daneben stehe. Ich glaube, strategisch haben wir uns entschieden, dass wir die Monster zuerst wegmachen. Müssen die weghauen, Weil, sonst wenn haben ich wir einen mich massiven daher Angriff durch stelle, das Ding. wenn ich mich daher stelle, wäre das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass ich den angreife, den Neuner und den Kristall. Wir müssen, ich glaube nicht, dass wir die in der Ecke, die Deep Terrors in der Ecke umbringen müssen. Und ich habe Davon einen ab, dass die vier Disadvantage auf Karten den haben. Deep Terror und auf den Kristall nicht, wenn ich da stehe. Und den Neuner können wir killen, denn wenn ich den jetzt angreife, dann ist er wahrscheinlich auf 2 Lebenspunkte. Also, Ja. ja. Und dann ist der nächste Runde tot. Und den können wir Warte vielleicht ganz einfach kurz, ignorieren. warte mal. Retaliate, wenn du mit einem Fernkampfangriff aus der Nähe angreifst, kommt dann ein Retaliate? Ja. Stell dich daher. Naja, wie schon gesagt, ich würde ihn nicht angreifen, ich würde den Kristall angreifen, wenn ich mich daher stelle, wo ich jetzt bin.
Wenn ich daher Ich glaube, wir gehe. alle wollen, dass. Ich bin mir nicht Ich sicher, ob daher das so klug versuche. ist. Weil nämlich da drüben bin ich erstens einmal den Also, Nahkämpfern im Weg vor ich der glaube, wir vor müssen dem die Terrace Kristall. abräumen. Was? Ich glaube nicht, dass wir sie ignorieren können. Also ich glaube, wir können Ich glaube, den wir müssen auch wirklich die ignorieren. Terrace wegräumen. Was auch doch, er hat jetzt schon einen Fernkampfangriff 3 ausgepackt. Der kommt vielleicht wieder ins Deck irgendwann rein. Und ich weiß nicht, ob er nicht noch mehrere hat. Und sie haben nicht viele Lebende, die Terrace. Ja, die haben nicht viel Leben. Bitte bleib, schau, bleib dort stehen. Erstens, du musst ja nicht dort stehen bleiben. Du kannst dich ja nachher, sobald der Deep Tower 2 ist, wegnehmen. Wenn es um die Münze geht, wir können auch gerne die Münze Nein, es liegen geht mir lassen. nicht um die Da Münze, hat man unbedingt hinterher aber ich bin eigentlich der Meinung, dass wir den Kristall relativ schnell wegmachen können, weil die Deep Terrors werden uns nicht Kannst. verfolgen. Das stimmt. Aber Es 48 ist. Schaden sind 48 Schau Schaden. da mal bitte meine Leben an. Ja, ich weiß schon. Das Deswegen, Problem ist, wenn Lars, ich während wir auf da. die Tür Ja. einhauen, sind die Deep Terrace wirkliche Karten, wo sie irgendwas Du kannst dich machen. unsichtbar machen. Bleib bitte da einfach stehen. Knall denen was drauf. Wenn wir Glück haben, raubt's mir die nächste Runde weg. Okay, mir ist es wurscht. Ich mache das gerne, aber nächste Runde werde ich nichts angreifen. Das ist euch hoffentlich klar. Nächste Runde mache ich nämlich Crackling Air und ich werde wahrscheinlich die Frost Armor machen. Nein, ja. Hallo? Passt schon, schau, du Ja, solltest das okay, machen, gut, du dann mache ich solltest auch das nicht so. neben Dann mache ich das so. ich sag's dir nämlich deswegen, wenn du neben einem Terror stehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du stirbst. Ja. Naja, nein, er Ich ist vor hab allem gute gezwungen, sich Hoffnung, unsichtbar zu machen oder dass wegzubewegen. ich's überleben werde, aber ich greife Du den Deep Terror stehst 2 als und erstes an. kannst du, wenn die die richtigen Mit dem Karten ziehen, hast du überhaupt Zweierangriff. vielleicht gar keinen Druck nächste Runde und kannst wirklich zwei coole Sachen machen. Also oben und unten was Sinnvolles machen. Okay. So, und der kriegt einmal 3 Punkte Schaden, der Zweier. Und wen soll ich Wird dann da unten gut angreifen? Den gemacht, oder? Vierer oder den Achter? Ich Nein, tendiere für zum es ist Achter, ein weil der Night Demon. Vierer hat. Moment. Das Ja, sind zwei Deep entschuldige. Terrors. Ja, Sechs, mein entschuldige, Fehler. 3 Schaden hast du ihm gemacht, gell? Ja. Ja. Ich Danke, mich fast. tendiere zum Achter, weil der Vierer steht da auf einem Token, das heißt, der könnte rein theoretisch niedergemäht werden. Ja. Ja, Ja, das also ich stimmt. greife den Achter mal an. Und mache ihm einen Punkt Schaden. Er geht von 9 auf 8. Ja. Das war dein Zug, gell? Okay, mein Zug ist Move 4. Ich bewege mich 1, 2, 3, 4 hierher. Und dann lege ich Bot und Portables aus und bin fertig. Gerade, Was ich ist hätte mit der eigentlich eh Kiste, wenn locker man auf der spät auch Kiste ranzen drauf können. ist? Dann öffnest du sie. Wird sie Öffnest du gelootet. das? Okay. Vielleicht ein Item. Oder springt ein Terror von der Deep raus und umschlingt. So, die Runde ist abgeschlossen. Ich ziehe ein Token aus dem Beutel. 5.